Ach, was für eine traumhaft schöne Brise. Und damit Aloha, Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu täglich grüßt das Murmeltier. Ich meine natürlich zu Let's Play Pokémon Mond. Irgendwie, immer wenn ein Tag startet, beginnt er genau so, komischerweise. Beim letzten Mal haben wir an den Festlichkeiten dieser Insel teilgenommen und haben uns einen Showkampf mit Tali geliefert, den wir am Ende natürlich gewonnen haben. Und dank unserer Verdienste haben wir vom Inselkönig eine sehr stylische Armbanduhr, ich meine natürlich den Z-Ring, erhalten. Und ich glaube, jetzt soll es demnächst losgehen, dass wir auf große Inselwanderschaft gehen sollen. Eine Reise durch die ganzen Inseln hier in dieser Region, dass anscheinend alle 11-jährigen Jungen und Mädchen, die hier aufwachsen und Pokémon-Trainer werden wollen, tun. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich auch machen. Allerdings hat uns der Professor Kukui beim letzten Mal noch erzählt, dass er uns noch ein bisschen darüber aufklären will. Und ich hoffe, das wird er heute tun. Ich bin schon gespannt, was uns heute alles erwartet. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Ich glaube... Und täglich grüßt das Murmeltier passt hier wirklich sehr, sehr gut. Oh, die Türklingel. Wir haben Besuch. Schon wieder. Und lass mich raten, wer das ist. Wenn das Professor Kukui ist, lässt er sich bestimmt wieder selbst ins Haus. Genau, deswegen müssen wir nichts machen. Es lohnt sich gar nicht, zur Tür zu gehen. Wir warten jetzt hier einfach auf der Veranda, bis Professor Kukui hier auftaucht. Und wir warten. Und wir warten. Ach komm, das dauert mir zu lange. Gehen wir mal wieder zur Tür. Auch im Wissen, dass das sowieso nichts bringen wird. Was? Er kommt nicht rein? Das kann nicht Professor Kukui sein. Wer hat da an unserer Tür geklingelt? Wer hat einen Klingelstreich vollzogen? Du warst es! Hallo Lili. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin im Namen des Professors hier. Mein Auftrag lautet, und ich zitiere... Lili, bringst du mal eben unser Wunderkind rüber, aber bitte heute noch, wenn's geht. Zitat Ende. Ich soll dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Killer! Die Mutter mit den 1000 Stimmen. Hier hast du etwas Taschengeld. Wieso rede ich auf einmal wie der Professor? Ich weiß es nicht. Aber bitte gib nicht alles gleich auf einmal aus. Na, wie viel Taschengeld hat sie uns wohl gegeben? Oh, wer ist denn deine charmante Freundin hier, Killer? Aloha ist einfach herrlich. Hier trifft man lauter nette Leute. Charmant? Meinen Sie mich damit? Wie dem auch sei, mein Name ist Lili. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Und alle sind hier die ganze Zeit am Grinsen. Dein großer Moment ist endlich gekommen, Killer. Ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deiner Reise mit Pepek. Und den anderen Pokémon, die nicht so wichtig sind. Passt auf euch auf. Bis bald. Ciao, Mauzi. Du wirst mir hier am meisten fehlen. Und das ist nicht mal gelogen. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Wir sollten uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Bitte folge mir. Gut, dann müssen wir mal wieder einer weiteren Person hinterherlaufen. Aber vorher gehe ich erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Können wir hier lang? Hey, ich bin hier drüben. Nein, können wir natürlich nicht. Aber können wir nochmal zurück in unser Haus? Denn was ich gerade sagen wollte, die gleichen Umzugskartons stehen seit 2 Tagen immer noch an gleichem Ort und an gleicher Stelle. Mein Kind geht auf Entdeckungsreise und ich muss mich um die Umzugskartons kümmern. Immer noch. Dabei würde ich viel lieber schlafen. Ich glaube, du hast die ganze Zeit geschlafen. Hör auf zu lügen, Mutter. Ich sehe es dir an. Wenn ich dir in die Augen schaue. So. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bitte das zu entschuldigen. So, Lili, wo bist du? Das ist nicht Lili, das ist ein Tauros. Tauros! Und sehe ich da hinten das Pokémon Center? Bitte beruhige dich wieder, Tauros. Du tust doch jemanden weh, mein Gott. Das war ein schwerer deutscher Satz, für den ich 3 Anläufe brauchte, um ihn auszusprechen. Ja, wo bist du denn, Lili? Mein Gott, ich sehe dich doch nicht.
Okay, da bist du. Hab dich gefunden. Fast direkt auf Anhieb. Das Labor des Professors liegt direkt unter dem hohen Gras dort drüben. Er meinte, umringt von wilden Pokémon, mache seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken schneller Fortschritte. Ja, macht irgendwo Sinn? Da ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer einen Vorrat an Schutzitems bei mir. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Wölkchen, also das ist nur sein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmog. Sehr cooler Name, wie ich finde. Cosmog ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Juhu! Bleib in der Tasche, Mann! Mein kleiner Freund hier hat mir einmal aus einer äußerst misslichen Lage geholfen. Er verfügt über rätselhafte Kräfte. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hinter ihm her. Genau, die Leute, die wir aus dem Intro gesehen haben. Aber wer war das denn genau? Und aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Hala von Cosmog. Heißt das, wir sind vertrauenswürdig? Oh, Lili, das kommt aber jetzt so spontan. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Bitte verrate niemanden etwas von meinem kleinen Freund oder von den Ereignissen an der Hängebrücke. Okay, Lady in White. Wenn du das so sagst, dann werden wir das auch so handhaben. Oh, da können wir runterspringen. Aber natürlich, aus irgendwelchen Gründen, können wir da nicht raufklettern. Wir sind einfach von der Anatomie des Menschen nicht so gebaut, dass wir dort einfach hochklettern können. Es geht einfach nicht. So, ich denke, da unten ist das Labor, aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Denn da haben wir ein Item. Und das ist doch bestimmt... Ja, das ist doch ein Trainer. Das sehe ich doch aus der Ferne ohne Fernglas. Wäre das noch etwas mit unserem Kampf? Ich wäre gerne fertig, solange ich noch als Kind durchgehe. Oh, dann haben wir noch reichlich Zeit, mein Kleiner. Du scheinst ja ein sehr aufmüpfiger Knirps zu sein. Knirps Moritz. Ah, versteht ihr? Der erste Knirps, der hieß Max und der zweite, der heißt Moritz. Ist das Zufall? Ich denke ja eher nicht. Aber was hat er denn? Ein Mabula! Schickt er in den Kampf? Und wo wir gerade Mabula sehen, beim letzten Mal haben wir ja auch unter anderem ein neues Pokémon gefangen. Nämlich ein Mabula, das immerhin schon auf Level 5 gelevelt ist und den schönen Namen Gloria trägt. Aber das werden wir, glaube ich, eher passiv ein bisschen mit leveln. Stella und unser Kaseko ist mir erstmal ein bisschen wichtiger. Und deswegen kämpfen wir mit Stella und mit ihrem Schnabel. Der natürlich sehr gut Schaden macht auf einem Käfer-Pokémon. Er kontert mit der Klammer. Das auch gar nicht so wenig Schaden macht. Aber die Verteidigungswerte von Stella sind ja auch nicht so berauschend. Aber kann sich ja vielleicht noch entwickeln. Also es entwickelt sich, glaube ich, schon. Aber ich meine, seine bzw. ihre Verteidigungswerte werden sich bestimmt auch noch verbessern. Zum Beispiel jetzt Level 7. Initiative und Angriff geht wieder beides um 2 nach oben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Stella erlernt Widerhall. Wow, das ist mal gar nicht so schlecht. Gerade für den Anfang haben wir eine normale Step-Attacke. Ah, das war wohl nichts, aber wenigstens habe ich noch meine Jugend. What the fuck? Wie alt bist du, mein Junge? Ich schätze mal, du bist 7, 8. Wobei, unser Charakter ist ja schon 11 Jahre alt. Und der Knirps ist ja 2 Köpfe kleiner als wir. Du bist doch maximal 7 Jahre alt. Und der fängt schon an zu labern von Jugend. Was ist mit ihm denn falsch gelaufen? Auf jeden Fall, ich wollte mal ganz kurz die gerade erlernte Attacke mir anschauen. Stella jetzt schon auf Level 7. Und da haben wir den Widerhall. Ist allerdings eine Spezialattacke. Und unser Spezialangriff ist ja nicht so stark. Aber für den Anfang ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Angriff mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. Sprich, je häufiger wir Widerhall nacheinander einsetzen, desto stärker wird sie. Könnte vielleicht noch nützlich werden. Okay, haben wir auf jeden Fall die erste Normal-Step-Attacke auf ihn drauf. So, und wer bist du? Du sagst mir bestimmt nur, dass wir da runterspringen können, ne? Solche Stufen hier in der Landschaft sind praktische Abkürzungen. Sie lassen sich allerdings nur in eine Richtung nehmen. Ja, das haben wir gerade schon schmerzhaft erfahren müssen. Okay, jetzt holen wir erstmal das Item.
Oder auch nicht, denn wir gucken erstmal, was man hier so fangen kann. Denn das hier dürfte doch eine neue Route sein. Und neue Route bedeutet neue Pokémon, wie zum Beispiel Ringal. Okay, es ist nicht neu im eigentlichen Sinne, denn Ringal ist ja natürlich ein Pokémon der dritten Generation. Aber haben wir hier bislang noch nicht gesehen. Level 5. Ein Wasserflug-Pokémon. Ja, und ehrlich gesagt, von Ringal, beziehungsweise später von Pelipper, hatte ich nicht so viel. Allein wegen des Doppeltypens wegen. Wasser und Flug ist meines Wissens oder meiner Meinung nach keine so starke Kombination. Deswegen... Oder soll ich es fangen? Nee, ich fange es glaube ich nicht, oder? Nee, komm, wir besiegen es einfach. Ich glaube, ein Ringal möchte ich nicht unbedingt im Team haben. Wir haben ja sowieso schon ein Flug-Pokémon. Oh nein, nicht Superschall. Nee, Leute, auf Superschall habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Bock. Denn alle Pokémon-Spieler, erfahrene Pokémon-Spieler wissen es. Superschall ist die Attacke, die beim Gegner immer, wirklich immer trifft. Hoppala. Nur wenn man sie selber einsetzt, trifft die Attacke nie. Und Verwirrung ist so eine ziemlich bescheidene Statusveränderung. Deswegen wechsle ich mal eben aus in unser Feuer-Pokémon, das potenziell eine Schwäche gegen Ringal hat. Aber ich glaube nicht, dass Ringal schon eine Wasserattacke beherrscht. Oder doch? Okay, ich habe nichts gesagt. Da kommt die Aquaknarre. Aber die steckt Kaseko noch einigermaßen gut weg. Und wir können mit einem Kratzer kontern, der Ringal hoffentlich auf den Rest geben sollte. Der Balken ist gerade sehr langsam gefallen. Ich dachte, er hat es überlebt. Hat es aber nicht. Wir könnten jetzt theoretisch wieder unser Pokémon pflegen. Oder auch nicht. Wir müssen, wenn dieses Symbol auftaucht, müssen wir sogar schnell genug reagieren. Ansonsten kommen wir nicht direkt in den Pflegemodus. Aber da wollte ich ja sowieso nicht rein. Wir finden einen Aufwecker. Den könnten wir eigentlich unserer Mutter gleich geben. Diese olle faule Sau. Und guckt euch die Palmen an. Und wenn ich hier... Oh, das ist die nächste Trainerin. Und wenn ich die Palmen hier in der Region sehe, muss ich immer direkt an Kokobai denken. Denn die meisten von euch... Ich fand die Musik gerade irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas Besonderes passieren. Nein, es ist wieder nur ein stinknormales Ringal. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wurde von der Kampfmusik jetzt irgendwie gerade aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich denn jetzt gerade eben sagen? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Stattdessen laufen wir mal lieber in den nächsten Trainerkampf. Alola, schau mal, wie süß mein Pokémon ist. Nein. Schau mal lieber, wie stark mein Pokémon ist. Göre Laura. Was hast du denn Schönes? Ein Ringal. Mhm, ja, unfassbar süß. Eher nicht. Wie gesagt, von Ringal halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Ebenfalls Level 6. Wisst ihr was? Wir greifen einfach mal mit Widerhall an. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Jo, doch gar nicht mal so viel weniger. Er setzt den Heuler ein, was unseren physischen Angriff senkt. Was aber gar nicht schlimm ist, denn wir greifen natürlich nochmal mit Widerhall an. Und das sollte jetzt stärker werden als in der ersten Runde. Es wird wesentlich stärker. Holy shit, das reichte so für einen True-Hit. Also ich glaube, Widerhall wird uns gerade am Anfang sehr nützlich werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie stark die Attacke von Runde zu Runde steigt. Ist das ähnlich wie beim Walzer, dass mit jeder Runde die Attacke um 50% stärker wird? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Was war das denn? Sag bloß, du bist total stark. Natürlich. Und du bist nicht total süß. Um uns gleich mal klar auszudrücken. Göre Laura. Vor allem, wir stehen hier 10 Meter entfernt und trotzdem kämpfen wir. Interessant. Tipps für Trainer. Das Pokémon auf der linken... Ah, okay, das müssen wir, glaube ich, nicht durchlesen. Das sind so die typischen Pokémon-Anfänger-Hinweise. Wo wir erfahren, wie das mit den Erfahrungspunkten funktioniert. Mit der Typenwirkung, dass es sehr effektive Attacken und sowas gibt. Aber ganz ehrlich, wir spielen, oder viele von euch, von uns, spielen schon seit Jahren, zum Teil seit über einem Jahrzehnt Pokémon. Solche grundlegenden Dinge muss uns doch nicht immer wieder
neu erklärt werden. Ich finde übrigens auch die Meeresanimationen sehr cool. Wie die Wellen hier an den Strand gespült werden. Der Professor hat hier übrigens eine sehr nette Bude. Okay. Nett ist relativ. Eigentlich wollte ich sagen, ist die Bude sehr nett gelegen. Vom Standpunkt her, so direkt am Meer. Das ist doch sehr schön. Und da wartet Lilly schon auf uns. Pokémon Labor. Okay, und mehr steht da auch nicht drauf. Und ich höre schon wieder wilde Pokémon. Ich frage mich, ob das später noch erklärt wird, was das genau zu bedeuten hat. Ich habe lauter Pflanzen-Pokémon in meinem Team. Damit habe ich schlechte Karten gegen Pokémon vom Typ Feuer. Was mir fehlt, sind Wasser-Pokémon. Genau das meine ich mit den Hinweisen, was wir hier so alles am Anfang zu hören bekommen. Zum Tenkarad-Hügel, okay? Der Felsen sieht ziemlich robust aus. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja zertrümmern. Who knows, who knows? Hätten wir jetzt ein Pokémon mit der VM-Attacke Zertrümmerer dabei? Ach, wie schade. Haben wir leider nicht. Stattdessen finden wir ein wildes Fleckmon. Auf Level 7. What the fuck? Und Fleckmon, beziehungsweise die Weiterentwicklung Lamos oder auch Lashoking, habe ich ehrlich gesagt früher immer sehr stark unterschätzt. Mittlerweile sind Lamos als auch Lashoking, Fleckmon kann sich ja zu beiden Pokémon entwickeln, sehr starke Pokémon, die man gerade in Online-Kämpfen sehr geschickt einsetzen kann. Und ich überlege gerade ernsthaft, ein Wasser-Psycho-Pokémon ist auch eine interessante Typenkombination. Ob wir das vielleicht sogar ins Team nehmen? Wisst ihr was? Wir werden es auf jeden Fall erstmal fangen. Das kann ja nicht schaden. Und wir können uns ja immer noch früher oder später entscheiden, ob wir es dann wirklich trainieren wollen. Er setzt erstmal Gena ein. Da werde ich auch schon ganz schläfrig bei. Der Gena bewirkt ja, dass wir in der nächsten Runde einpennen. Um das zu verhindern, können wir unser Pokémon allerdings noch auswechseln, was ich an dieser Stelle auch tun werde. Der Schnabel hat übrigens gerade sehr wenig Schaden gemacht. Denn Fleckmons Defensivwerte sind relativ gut. Da werden wir wahrscheinlich noch ein, zweimal draufhauen müssen. Schon wieder der Gena. Er hat es antizipiert, dass ich auswechsle und hat deswegen direkt nochmal den Gena gemacht. Das Fleckmon ist gar nicht so doof, wie es aussieht. Bei Fleckmon ist er nicht doof. Fleckmon ist nur ein sehr langsames Pokémon. Und irgendwie, ich muss mich daran gewöhnen, in den älteren Generationen war ja oben links immer das Symbol für Kampf und rechts war immer das Symbol für Wechseln. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu statt auf Kampf zu drücken immer auf Pokémon drücke. Da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Und wir haben eine sehr starke, eine sehr effektive Attacke auf Fleckmon, nämlich den Schlecker. Was auch ordentlich Schaden macht und ist paralysiert. Sehr schön. Gute Arbeit. Jetzt habe ich schon den Namen von Kaseko vergessen. Flamiau. So heißt es in Wirklichkeit. Kaseko ist übrigens eingeschlafen. Aber wir haben ja gerade eben einen Aufwecker gefunden. Und wisst ihr was? Den werden wir auch direkt mal einsetzen. Kaseko, aufwachen. Mich würde interessieren, wie das im Kampf aussehen würde. Würde der Trainer, also wir, würden wir dann einfach aufs Kampffeld stürmen und ihn irgendeine Art Spray ins Maul halten? Oder wie genau sollte man sich das vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, darüber sollten wir auch nicht allzu viel philosophieren. Ich greife nochmal mit Kratzer an, um ihn noch ein bisschen KP abzuziehen. Und dann sollte es schon im gelben Bereich sein, plus die Paralyse. Ich denke, da ist die Chance, es zu fangen, sehr hoch. Ach, und guck mal, im unteren Menü, was ich jetzt erst sehe, wir können mit der Y-Taste direkt ins Pokéball-Menü switchen. Sehr cool. Ist mir ehrlich gesagt jetzt gerade eben erst aufgefallen. So können wir uns das mühevolle Durchsuchen des Beutels ersparen und direkt Zugriff auf die Pokébälle nehmen. Und dieser Pokéball hat einen erfolgreichen Wurf hinter sich, denn klasse, Fleckmon wurde gefangen. Und Kaseko erhält jede Menge Erfahrungspunkte und erreicht dadurch Level 10. Sehr schön. Initiative wieder +2. Also wir scheinen ein sehr schnelles Team
zusammen zu bekommen. Zumindest Stella und Kaseko. Und Stella erreicht auch Level 8. Sehr schön. Und für Fleckmon wurde natürlich auch ein Eintrag im Pokédex angelegt. Fleckmon wurde registriert. Das Schnarcher-Pokémon von Typ Wasser und Psycho. Größe 1,20 Meter, Gewicht 36 Kilo. Holy shit. Warum wiegt das Viech so viel? In Alola bereiten viele Familien Fleckmon-Routen zu, indem sie diese zuerst trocknen und dann ins Salzwasser kochen. What the fuck? Ich erinnere mich noch damals an Gold und Silber, wo es ja ein Verbrechen war, dem Fleckmon ihre Routen abzuschneiden. Ich kann mich noch erinnern, das hat Team Rocket damals gemacht und wurde deswegen von allen verurteilt. Und hier in Alola ist das ein Familienbrauch, dem Fleckmon ihre Routen abzuschneiden. Was zur Hölle ist mit den Leuten hier nicht in Ordnung? Ich glaube, ich habe so langsam Angst hier vor den Leuten aus dieser Region. Deswegen grinsen die auch die ganze Zeit so. Ich habe Angst. Armes Fleckmon. Aber keine Angst, wir sind kein Pokémon-Fresser und wir schneiden dir auch keine Routen oder ähnliches ab. Du bist bei uns in guten Händen, hoffe ich mal. Wow, wie langsam es sich bewegt. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Fleckmon gefangen, dem ich eigentlich auch einen Spitznamen geben möchte, Fragezeichen. Was ich jetzt nicht, leider nicht weiß, wo sich der Spitznamenbewerter befindet. Ich hoffe, dass wir den Spitznamenbewerter relativ schnell finden werden, dass er in einer der ersten Städte irgendwo haust. Denn ich möchte Fleckmon noch nicht so als festes Teammitglied ins Team nehmen. Da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Fleckmon, beziehungsweise später von Lamus oder Lashoking? Sollen wir das eventuell ins Team nehmen? Bei Fleckmon lasse ich erstmal ein Fragezeichen dahinter, deswegen gebe ich ihnen momentan noch keinen Spitznamen. Fleckmon wurde in ein Team aufgenommen. Aber wie gesagt, wir werden ja wahrscheinlich ein größeres Team von 12 Pokémon haben. Und vielleicht werden wir Fleckmon da drin dann aufnehmen. Es wird stark darauf ankommen, was man hier noch so in der Anfangszeit, in der Anfangsphase so fangen kann. Aber wie gesagt, Fleckmon erstmal nur als passives Teammitglied dabei. Und wisst ihr was? Bevor wir mit Lili quatschen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ein, zwei wilde Pokémon möchte ich hier noch mir anschauen. Zum Beispiel ein anderes wildes Fleckmon. Das hier ist auf Level 6. Wir haben also das zumindest vom Level her stärkere gefangen. Erspart uns zumindest ein bisschen Trainingsarbeit. Aber hier kann man bestimmt noch mehr fangen, oder? Anderes Zeugs als Wingard und Fleckmon. Und was haben wir hier? Ein Mangunior. Okay, dich konnten wir auch schon auf der Route zuvor fangen. Deswegen bist du hier am uninteressantesten, mein Freund. Auch wenn du ein neues Pokémon aus dieser Region bist. Dich haben wir schon einmal gefangen und ein zweites Mal will ich dich auf keinen Fall. Wir gehen nochmal kurz ins höhere Gras, das da oben, in das Grasfeld. Hier schauen wir uns nochmal eben ein, zwei Pokémon an. Und dann werden wir natürlich mal zu Lili gehen, beziehungsweise mit dem Professor quatschen, der uns ja ein bisschen über die Inselwanderschaft erzählen wollte. Denn wir sollen ja auf eine Inselwanderschaft gehen. Und wir sollten uns natürlich darüber vorher informieren, bevor wir einfach diese Reise antreten. Ich glaube, das wäre die klügere Wahl. So, ein wildes Pokémon noch und dann gehen wir zum Labor. Gibt es hier noch andere Wasser-Pokémon vielleicht? Ja, ein Fleckmon zum Beispiel. Ein anderes wildes Fleckmon. Nee, aber ansonsten scheint es hier nichts weiter zu geben. Wahrscheinlich gibt es hier noch ein Pokémon, das relativ selten auftaucht. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, hier den ganzen Part damit zu füllen, nach eventuell anderen Pokémon zu suchen. Stattdessen labern wir jetzt mit Lili. Sehr gut, Wuffels. Aber beim nächsten Mal bitte noch fester, hörst du?
Was zum Teufel machen die da drin? Keine Angst, ich bin Herthog-Attacken gewohnt. Gib's mir, Mann! Oh nein, nicht schon wieder. Du hast das schon mal erlebt, Lili? Mein Beileid. Das ist auf jeden Fall das Pokémon-Labor. Es hat Charakter, findest du nicht auch? Ja, das trifft es sehr gut. Der Professor gewährt mir bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Im Gegenzug helfe ich ihm als Assistenten aus. Doch ich habe noch viel zu lernen. Wäre ich doch nur ein Trainer, dann wäre ich dem Professor sicherlich eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Wuff, wuff! Und nochmal die Frage, was zum Teufel machen die da drin? Okay, das Wuff war gerade der Professor. Ich bekomme immer mehr eine Gänsehaut gerade. Das war der Professor, der da gerade gebellt hat. Er betreibt in seinem Labor Praxisforschung zu Attacken. Oh nein, dann bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht im Kleiderflicken, dass ich mir letztlich immer ein neues kaufen muss. Das geht auf kurz oder lang doch stark aufs Geld. Aber es nützt ja alles nichts. Tret mir erstmal ein. Durch die Tür oder in den Professor? Man darf ja wohl fragen dürfen. Oh, guck mal, ein Snubbull. Okay, lauter Hunde-Pokémon hier drin. Aber hier drin sieht es doch eigentlich sehr ordentlich aus. Auf jeden Fall besser als von außen. Hey, wenn das nicht mal Killer ist. Danke, dass du ihn abgeholt hast, Lili. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin immerhin Ihre Assistentin. Außerdem stehe ich für Ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in Ihrer Schuld. Oh, während ich auf euch gewartet habe, hat meine Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attacken von Wuffels riesige Fortschritte gemacht. Aber kommen wir zur Sache, Killer. Bitte gib mir doch mal kurz deine Pokédex. Hier, Mann. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Passt die Größe einigermaßen? Hä? Gefällt dir dein neues Zuhause? Sorry, dass du so lange darauf warten musstest. Mit wem zum Teufel labert er da? Entschuldigen Sie, Professor, aber mit wem? Du glaubst bestimmt, ich führe hier gerade Selbstgespräche, was? Da hast du vollkommen recht. Ich meine, Fehlanzeige. Ich habe mit dem Rotom gesprochen, das sich in diesem Pokédex befindet. Was? Ein Rotom? Echt jetzt? Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du? Das ermöglicht es ihm, ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Vor dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt, dass Rotom darin hausen kann. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Was zur Hölle? Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, galt in der 4. Generation Rotom nicht sogar als pseudo-legendäres Pokémon. Sprich, es dürfte es doch eigentlich nur ein einziges Mal geben, oder? Und wenn dieser Pokédex tatsächlich nur mit einem Rotom innen drin funktioniert, wie können denn mehrere Leute einen haben? Jetzt muss ich ihn nur noch mit dem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmotzen. Motzen, Motz, Motzen, Motz. Oh, hi, Rotom. Wie gesagt, ein pseudo-legendäres Pokémon aus der 4. Generation von Typ Elektrogeist. Aber ich denke mal, wir werden es nicht als Team-Pokémon mitnehmen können, oder? Oh, tut mir leid, Rotom. Habe ich dich erschreckt? Rotom, ich habe deinen geliebten Pokédex um neue Funktionen erweitert. Ich will, dass du Killer damit tatkräftig unterstützt. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, ich will, dass du seine rechte Hand wirst. Da muss ich glatt mit meiner rechten Hand auf mein Knie schlagen. So lustig ist das. Oh mein Gott. Wow, und da verschwindet Rotom. Was übrigens rückwärts Motor bedeutet oder heißt. Freut mich, wir werden sicherlich viele Abenteuer zusammen erleben. Psst.
Wow, Rotom kann sprechen. Was zur Hölle? Siehst du, Killer, jetzt kannst du sogar mit Rotom sprechen. Ja, ich hab's gerade gehört. Und du bist ihm anscheinend sehr sympathisch. Aber wobei soll es ihm genau unterstützen? Naja, Killer ist schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Das in dem Rotom-Pokédex integrierte Navigationssystem würde ihm dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Wow, und das ist sogar wirklich sehr hilfreich, denn Leute, die meine Rollenspiel-Karriere verfolgen, in Anführungszeichen, wissen, dass ich es nicht so mit dem Orientierungssinn habe. Von daher, vielen Dank. Rotom zeigt dir immer dein nächstes Ziel auf deinem Abenteuer. Berührst du den Pokédex, erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte der Umgebung. Okay. Und wer ist da schon wieder? Oh, nicht der. Grinsebacke has arrived. Alola! Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Der total nervige Nebencharakter. Wow! Ist das etwa ein Loft? Nein, das ist eine Leiter. Das ist privat. Meine Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das seht ihr doch bestimmt auch so, oder, Tali und Killer? Deshalb lasse ich Lili da oben im Loft? Haltet mich für ungebildet, aber ich habe das Wort Loft oder Luft noch nie gehört. Auf jeden Fall wohnt sie da drin. Oder da oben, da drauf, was auch immer. Also Killer, den Rotom-Pokédex überlasse ich dir. Rotom, kümmere dich gut um Killer. Killer, kümmere dich gut um Rotom. Rotom, kümmere dich gut um Killer. Okay, wir sind in einer Endlosschleife gefangen. Das ist also ein Rotom-Pokédex, Irgendwie niedlich. Kommen wir nun zur Inselwanderschaft, deswegen seid ihr ja hergekommen. Das ist wichtig, also spitzt die Lauscher. Meint er nur uns? Er hat nur uns selbst gerade, also nur Killer angesprochen. Tali soll sich die Ohren zuhalten. Stelle die Inselwanderschaft als ein einziges großes Abenteuer mit deinem Pokémon vor. Die Kinder Alolas gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen. Auf jeder der vier Inseln von Alola gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Und von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Insel bestehen. Okay, das ist praktisch sozusagen der Ersatz des Arenensystems. Es gibt 4 Inseln mit jeweils einem Inselkönig oder einer Inselkönigin. Und auf jeder dieser Inseln gibt es 7 Prüfungen. Ich habe keine Ahnung, woraus die bestehen, aber die müssen wir anscheinend absolvieren. Also, wie sieht's aus, Killer? Möchtest du gemeinsam mit Pepek auf Inselwanderschaft gehen? Und ich meine nur mit Pepek. Die anderen Pokémon sind dir scheißegal, ne? Ich finde, du hast definitiv das Zeug dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann bei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärken seines Pokémon ausspielen wie du. Ich bin dabei, Mann! Klasse, du tust mir einen großen Gefallen, wenn du auf die Reise gehst und vielen Pokémon begegnest. Schließlich beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Pokémon und ihren Attacken. Gut, dann nimm das hier, was auch immer das ist. Dieses Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Und warum hast du so eins? Ah, okay, das ist einfach nur so ein Anhänger. Okay. Das habe ich von meinem Opi auch bekommen. Also dann, Killer, Tali, kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt? Der nächste Schritt! Der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Die Trainerschule. Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlagen des Trainerdaseins erlernen und euch weiteres Wissen aneignen. Wie sagt man so schön, es ist noch kein Inselwanderschaftschamp vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig büffeln. Ich will aber Pokémon spielen. Ich möchte Pokémon-Meister werden. Warum muss ich denn da was lernen? Was hast du vor, Tali? Ich werde mit meinem Pokémon spielen. Sie trainieren, meine ich. Genau. Die Inselwanderschaft. Durch sie lernen die Menschen Alolas die Welt um sich herum kennen. Hab ein Auge auf Killer, ja, Lili? Kommt sie mit, oder was?
Bitte kümmere dich um ihn, bis er sich ein bisschen an Rotom gewöhnt hat. Okay. Und wie lange soll das gehen? Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, tippe einfach auf die Mitte meiner Karte. Psst. Okay. Okay, und wenn wir nicht im Hauptmenü sind, haben wir jetzt auf dem unteren Bildschirm die ganze Zeit also dem Rotom-Pokédex aktiv. Und ich möchte ihn mal ganz kurz austesten. Ich weiß, wir müssen gleich mal wieder zum Ende kommen. Ich überziehe, glaube ich, so langsam schon wieder. Aber ich wollte mal ganz kurz da draufklicken. Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, tippe einfach auf die Mitte meiner Karte. Psst. Habe ich doch gerade eben getan. Muss ich da draufklicken? Hä? Oh, jetzt habe ich auf die Karte geklickt. Oh, jetzt sind wir im Kartenmenü. Okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal hier ganz kurz drauf schauen. Auf dem oberen Bildschirm. Was haben wir denn hier? Kann ich da draufklicken? Ah, okay, das sind die verschiedenen Inseln, alles klar. Wir sind... Oh, es gibt sogar 5 verschiedene Inseln, sehe ich gerade. Momentan sind wir auf der Hauptinsel Mele Mele. Oder Mele Mele. Ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht. Dann gibt es noch die Inseln... Hoppala. Die Inseln Akala, Ula Ula und Pony. Sehr kreativer Name. Und am Ende noch das Äther-Paradies? Äther-Paradies? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber okay, das soll uns am Anfang jetzt noch nicht so interessieren. Und können wir hier noch irgendwas genaueres uns anschauen? Na, guck mal, hier ist Route 1. Hauholi Stadtrand, wo auch unser Zuhause ist. Dort finden wir, ach, da steht dann auch, was wir dort alles finden können. Ein Pokémon-Center, die Trainerschule, wo wir hin müssen. Sprich, wir müssen dort als nächstes hin. Das Pokémon-Labor und der Tankerrad-Hügel. Das gehört also alles noch zur Route 1 hier. Interessant. Dann haben wir hier, ne, das ist Route 1. Ah, okay, wir sind noch vor der Route 1. Und was ist da oben? Das ist dann Lilii, okay? Wo der Mahalo-Bergpfad und die Ruinen des Krieges sich befinden. Aber wir sehen schon hier, selbst diese Insel besteht aus mehreren Abteilungen. Route 2, Route 3, eine Bucht, die Kala-E-Bucht, okay. Ein Einkaufsviertel gibt es hier auch. Und die Strandpromenade darf natürlich hier auch nicht fehlen. Und da haben wir noch den Hafen. Und hier haben wir das Meer von Mele Mele. Okay, interessant. So ein ganz grober Überblick über... die Karte und über diese Insel Mele Mele. Können wir hier noch irgendetwas machen? Okay, wenn wir auf eins der Augen von Rotom klicken, dann tanzt es ein bisschen rum. Aber ich glaube, ansonsten hat das keinen Effekt, oder? Und ich glaube, diese rote Fahne hier... Okay, ich habe auf die rote Fahne geklickt, aber es passiert nichts, bis auf, dass sich die Karte wieder öffnet. Diese rote Karte da oben links, das würde wahrscheinlich dann unser nächstes Ziel sein, oder? Gehe ich mal zumindest ganz stark von aus. Und das ist eben die Trainerschule. Ansonsten haben wir nichts Neues, keine neue Option. Warum wackelt die Pokepause so? Ich habe keine Ahnung, aber die Pokepause möchte ich sowieso nicht benutzen. Ansonsten scheinen wir nichts Neues bekommen zu haben, oder? Doch, wir haben doch den Z-Ring und ein Paraheiler haben wir bekommen. Ich wollte mir nochmal den Z-Ring kurz angucken. Wow, holy shit, was ich gerade sehe. Geld, 35.000. What the fuck? Ist das das Geld, was unsere Mutter uns gegeben hat? Ja, ein bisschen Taschengeld für dich. 30.000 Poké-Dollar. Was zur Hölle ist denn hier los? Wir sind gerade umgezogen und du hast keine Arbeit, soweit ich das mitbekommen habe. Wovon ernähren wir uns eigentlich? Das sind alles so Fragen, die man sich als normaler Mensch stellen sollte. Aber ich habe schon mal gesagt, das hier ist ein Pokémon-Spiel. Wir sollten uns solche Fragen nicht stellen. Einfach so hinnehmen. Auch wenn es manchmal etwas schwer ist. Auf jeden Fall der Z-Ring. Ein wundersames Armband, das die geistige und körperliche Kraft eines Trainers nutzt, um bei einem Pokémon die Z-Kraft freizusetzen. Und ja, diese Z-Kraft... und der Z-Ring sind auch eine weitere Neuerung in Pokémon Sonne und Mond. Es gibt diverse Pokémon, die sogenannte Z-Attacken einsetzen können. Ich weiß allerdings nur von einem einzigen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Starter-Pokémon auch diese Z-Attacken einsetzen können. Ansonsten weiß ich nur, dass Pikachu hier in dieser Region eine Z-Attacke einsetzen kann.
Ansonsten bin ich in der Hinsicht, was das Thema angeht, noch komplett bei Null. Aber ich spiele dieses Spiel ja blind, deswegen heißt es natürlich, solche Dinge, diese Dinge selbstständig herauszufinden. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, liebe Freunde, wir machen hier im Pokémon-Labor von Professor Kukui einen nächsten Schnitt. Pokémon sind nicht nur eine unersetzliche Hilfe bei meiner Forschung, sondern auch Teil meiner Familie. Schließlich leben wir hier zusammen. Das ist eine sehr vernünftige Einstellung, ausnahmsweise mal. Und guck mal. Im Aquarium schwimmen das Rendezvous-Pokémon Libiscus und das Koralle-Pokémon Corazon vergnügt umher. Ach, da ist Corazon. Okay, Corazon schwimmt jetzt nicht wirklich umher. Und Libiscus geht die ganze Zeit einfach nur up und down. Aber trotzdem, ich finde das Aquarium hier sehr, sehr stylisch. Und was macht ihr hier so? Hallo, Wuffels. Und wer bist du? Ein neues Pokémon. Velua. Oh, du hast aber einen süßen Ruf. Zeig dich mal von vorne. Velua. Oh, das Pokémon möchte ich haben. Oh, das sieht so knuffig aus. Also Wuffels sieht auch knuffig aus, aber das hier sieht noch knuffiger aus. Und du siehst überhaupt nicht knuffig aus, Snubbull. Snub! Geh mal nach Hause, du olles Feen-Pokémon. Okay, was bist du für ein Typ, frage ich mich. Oh, ich finde diesen Ruf so süß. Okay, aber jetzt, liebe Freunde, machen wir wirklich den nächsten Schnitt. Beim nächsten Mal werden wir uns hier noch ein bisschen im Pokémon-Labor umschauen, bevor wir dann losziehen zur Pokémon-Schule. Und an dieser Stelle kann ich jetzt sagen, ab dem nächsten Mal wird dieses Spiel für mich 100% blind sein. Ich habe es im ersten Part schon mal kurz erwähnt. Ich habe ungefähr die erste oder sogar die ersten 1,5 Spielstunden bei einem Let's Player-Kollegen gesehen. Deswegen bis zu diesem Zeitpunkt des Spiels wusste ich noch einigermaßen mehr oder weniger, was hier abläuft. Aber ab dem nächsten Mal ist es dann tatsächlich 100% blind. Trotzdem soll die Reise hoffentlich erfolgreich weitergehen und mich würde freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. In dem Sinne, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.